Hallo zusammen, ich bin wieder zurück mit meinem Überbrückungskabel, das 2000 Ampere 12 Volt Überbrückungskabel mit 50 Quadrat Kabel. Ihr wisst ja, das ist das Kabel, was mittlerweile noch davon übrig ist. Und dieses 50 Ampere Quadrat Kabel, das sieht so aus, ist hier super verpresst. Das ist das, was ein 50 Quadrat Kabel ist. Und wenn ich euch dann im Vergleich ein richtiges 25 Quadrat Kabel zeige, ja, ich weiß nicht, wo die das messen, aber ist egal. Ich habe mir ja so ein Teil gekauft für 13 Euro. Ihr seht da oben auch, 2000 Ampere soll das Ding bringen, weil das Thema war ja, dass mein Kabel hier, was ich original liefere, zu dem zu teuer ist, zu aufwendig ist. Aber es hat auch ein Kilo mehr Material dran, von dem her ist das schon in Ordnung. Weil ich jetzt diese tollen Stecker hatte, und ihr seht jetzt vorher vergleichen, ich habe jetzt die auch hier verpresst, das ist nur mit der Zange ein bisschen zusammengedrückt und hier aber angelötet. Also hier kann ich jetzt ziehen, das hält, das ist kein Thema. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt einen kleinen Stecker montiert und das ist auch nicht mehr das Originalkabel, sondern 10 Quadrat Kabel, sorry. Und das kann ich natürlich auch hier bei der Batteriebox beim 50 Ampere Stecker einstecken, weil ich denke, zum einfach überbrücken wirst das tun. Ich hatte das und das habe ich jetzt so verbaut. Ihr könnt euch jetzt also so einen Stecker besorgen, das Kabel besorgen, das zusammenbauen und dann so ein günstiges, aber es, wenn man dann die Zangen in die Finger nimmt, hier habe ich eine Zange, die wirklich zankt und hier habe ich halt immer noch ein abgedrücktes Blech. Es ist nicht dasselbe. Ja, das wollte ich eigentlich sagen auf die Kommentare, die da kamen, dass das Überbrückungskabel an sich übertrieben ist, aber das ist eher für ein Werkstattauto, nicht so für den Freizeitbedarf. Das hier könnt ihr nicht mal im Freizeitbedarf. Das jetzt schon, aber das, was original ist, mit dem möchte ich nicht auf der Autobahn stehen und ein Auto überbrücken wollen. Ja, das soll es gewesen sein. Hier mache ich euch das Video, über das ich spreche. Und hier das Video, wo ich diese Batteriebox mit dem Kabel geladen habe über einen Opel Karl beim Blackout. Ich wünsche euch einen schönen Tag.